Dass die Waschmaschine stinkt, ist ein häufiges Problem. Hier erfahrt ihr, warum die Maschine müffelt und was ihr tun könnt, damit sie wieder frisch duftet. Erstens: Ständiges Waschen bei niedrigen Temperaturen. Kalt zu waschen spart zwar Energie, aber leider sorgt es auch dafür, dass sich Keime ausbreiten können. Um eine stinkende Waschmaschine vorzubeugen, solltet ihr regelmäßig bei 60 Grad waschen. Zweitens: Waschmaschinentür bleibt geschlossen. Nach dem Waschgang sollte die Trommel so lange geöffnet bleiben, bis sie getrocknet ist. Wer die Waschmaschinentür geschlossen hält, riskiert, dass sich Keime in der Maschine ausbreiten. Drittens: Kammer und Dichtungen werden nicht gereinigt. Es ist wichtig, Waschmittelkammer und Dichtungen regelmäßig und gründlich zu reinigen, da sich dort sonst unbemerkt Bakterien und Pilze ausbreiten können. Viertens: Flusensieb wird nicht gereinigt. Auch das Flusensieb kann die Ursache für den üblen Geruch aus der Maschine sein. Es ist daher wichtig, es regelmäßig zu reinigen. So haben Keime und Gestank keine Chance.